Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, Minas Robot. Ich hoffe, da euch geht's gut. Und heute mache ich mit euch mal wieder ein Thema News. Und zwar habe ich bei meinem Schreibwarenhändler hier dieses Lego Star Wars zwei Magazine, zwei Extras gefunden. Es ist die Nummer 17, kostet 5,99 €. Und beinhaltet halt zwei Hefte der Vergangenheit. Da ich da nicht viele von hatte, ist es okay. Ich hoffe nur irgendwie, dass es kein X-Wing ist. ja, so sieht es von vorne aus. Ja, so von hinten. Also, sie geben sich richtig Mühe. Es ist nichts verändert großartig. Hier sieht man die Modelle. Da sieht man die Modelle, die dabei sein sollen und die Figuren. Ich nehme jetzt mal das erste raus und schaue mal, was drin ist, ohne mich mit dem zweiten zu spoilern. Man muss aufpassen, dass dieses hier auch zu war, weil in manchen Läden werden da die schon mal aufgemacht und sich die passenden Hefte zusammensortiert. Das ist so ein Glitzerpapier, wie so teilweise Weihnachten verwendet wird, was man nicht so. Ne, ne, hier wird schon. So, die Hefte sind schon mal nicht zusätzlich in Folie verpackt, was ich schon ganz nett finde. Nehme mir jetzt mal eins raus, lege es hin und mache das wieder zu und tue es weg. Hinten sehe ich schon mal drauf, wir haben Ninjago-Werbung. Und zwar haben wir hier Ninjago-Werbung, 100 Ausgaben. Jetzt weiß der ein oder andere schon, wann das ist, obwohl hier unten Copyright 2023 draufsteht. Scheint dieses Heft wahrscheinlich gar nicht mal so alt zu sein. Gut, was habe ich gerade gesagt, was ich unbedingt haben wollte? Den X-Wing. Ja, wunderbar, wundertoll. Hier ist er, der 2-millionste X-Wing. Ja, gut, wir haben ihn halt. Mit dabei ist eine Sammelkarte von Boba Fett. So eine Extrakarte, limitierte Karte Nummer 23. Ja. Ein X-Wing. Er klebt für die Ewigkeit. Trading Card Collection Star Wars. Fokus! Natürlich jetzt gar nicht. So. Da sieht man sie. Die Limited Edition. Na gut. Ordentlich mit Kleister, also mit so einem Gummikleber hier drauf gemacht. Und bei den Überraschungstüten halt, man sieht es halt vorher nicht. Das Polybag ist in diesen neuen beschichteten Papiertüten. Mit aller Gewalt reingeklebt. Ah, mach ich gleich sauber. So sieht das Ganze aus. Ich denke mir, 57 Teile, 6 Jahre plus, hat im Übrigen die Nummer Copyright 23, könnte also eine Version sein, die ich noch nicht gebaut habe. Oder die Unterschiede legen, weiß ich jetzt wieder nicht. Nummer 91 23 04.
Ja, gucken wir uns gleich an. So, hier haben wir das Heft Nummer 94 für 4,99 € oder die Trading Card und ohne den X-Wing. Und wir schauen einfach mal ins Heftchen. Auf der ersten Seite Ninjago-Werbung Serie 8, diese Metallboxen, die man halt überall kaufen kann. Ganz schön gemacht. Hier Inhaltsverzeichnis, also nichts irgendwie großartig Besonderes. Es startet ein wunderschöner Comic. Wunderschön, hoffe ich einfach mal. Sind gute Farben, man kann es gut erkennen. Die Seitennummerierung ist extrem groß. Das ist mir gar nicht aufgefallen vorher. So, hier haben wir ein bisschen Adventures-Werbung, sag mir deine Meinung, dann geht die Geschichte weiter. Eine schöne, lange, durchgehende Geschichte. Dann haben wir hier den Unterkörper, der beste Kopfgeldjäger der Galaxis. Und dann das Imperium braucht dich. Und das Oberteil. Okay. Dann Lego Star Wars Magazin im Abo für nur 64,87 € für 13 Ausgaben. Wer dieses Abo mit dem Code hier abschließt, bekommt diese kleine Slave dazu. Aber man muss noch 1 € mehr zahlen. Hier unten mit einem kleinen Druck steht drunter: Boba Fett Starship Microfighter SW37 Zuzahlung 1 € inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt also, bei dem Abschluss des Abos plus dieser tollen Prämie möchte man für diese Prämie bitte noch 1 € zusätzlich haben. Ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das Set kostet. 9,90 €. Gab schon mal etwas Besseres, finde ich. So, dann haben wir hier Rätselspaß. Finde ich gar nicht mal verkehrt. Noch mal ein bisschen Rätsel. Rätsel, hier ist dann der Aufbau. Mit insgesamt 10 Bauschritten und jo. Ob da jetzt wirklich eine Änderung dran war, ist, weiß ich noch nicht. So, dann habe ich wieder einen Comic. Auch schön gemacht. Ah, nur 3 Seiten. Dann kommt hier Fanpostbilder und eine Umfrage, die abzugeben ist bis zum 21. April 2023. Also alt ist dieses Heft nicht. Jo, und man kann dort ein AT-AT gewinnen oder konnte man. In der 22. April-Ausgabe sollte dann Obi-Wan Kenobi kommen. Und hier haben wir noch ein bisschen Werbung für Star Wars. Ja, rundum ist es eigentlich ein schönes Heft. Es ist ein schöner Inhalt. Wer noch kein X-Wing hatte, ja, für den ist auch was. Ich glaube, ich werde den zulassen erstmal, weil ich habe schon da irgendwie 4, 5, 6 Stück von gebaut. Das brauche ich jetzt nicht. Gut, das war's soweit. Im nächsten Video hole ich das zweite Heft raus. Ihr könnt gerne gespannt sein. Es kann ja nicht nochmal ein X-Wing sein. Hoffe ich zumindest. Und ansonsten bis dahin bestelle ich euch einen lieben Gruß aus dem Robot. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus. Ich grüße jetzt mal die Stadt Ennepetal bei mir in der Gegend und wünsche euch Glück auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.